LucasArts. Endlich steht mein Sieg bevor! Sehet den legendären 13. Affen von Montevideo, dessen Opfer die Meere selbst mit meinem höllischen Willen verbinden wird. Schon beeindruckt? Nicht mal halb so sehr, wie ich es sein werde, wenn Guybrush deinen kranken Kadaver mit seinem Voodoo-Entermesser aufschlitzt, du seniler Sackabschaum! Wenn du auf Heldentaten in letzter Minute wartest, wartest du vergebens, meine Liebe. Als ich das letzte Mal deinen mächtigen Piratenmann gesehen habe, wurde er gerade von meinen gefräßigen Piratenpudeln in Stücke gerissen. Na gut, LeChuck. Runter mit dem Affen und Finger weg von meiner Frau. Guybrush! Hurrah, Threepwood! Du hast mir eine vergnügliche Jagd geboten, aber schon bald werden die grauenvollen Geheimnisse dieser uralten, affenartigen Wesen mir gehören. Und das Meer wird mit dem Blut meiner Feinde getränkt sein. Ja, und du kämpfst wie ein... Keine Zeit verschwenden, Guybrush! Verzaubere das Schwert, bevor LeChuck fertig mit seinem Zauberspruch ist! Darum kümmere ich mich. Ein LeChuck besiegendes, verfluchtes Schwert von Kaflu kommt sofort. Wo habe ich nur diese wirklich wichtigen Voodoo-Anweisungen hingetan? Sie wurden an deinen Mast genagelt! Ach ja. Hallo, hallo, hallo! Und damit herzlich willkommen zu Tales of Monkey Island. Nach dem Desaster Monkey Island 4 geht es jetzt weiter mit dem wesentlich besseren Nachfolger. Auch wenn einige Leute das Spiel zerrissen haben, was ich nicht nachvollziehen kann, denn ich fand's geil und find's immer noch geil, denn es ist um Welten, um Welten, um Welten, um Welten besser als Monkey Island 4. Ja, okay. Die Steuerung ist ein bisschen... anfangs gewöhnungsbedürftig, aber wesentlich besser als im vierten Teil. Wir steuern Guybrush mit WASD und haben zeitgleich noch die Maus, um Objekte auszuwählen. Also schauen wir uns mal hier erstmal die Notizen an. Zu Guybrush, du kleines, schauriges Voodoo-Rezept. Ich musste 6 der 7 Weltmeere befahren, um die Zutaten zu finden. Aber das Voodoo-Entermesser ist endlich fertig. Alter. Jetzt muss ich nur noch sprudelndes Malzbier finden, um es darüber zu schütten, und LeChuck ist erledigt. Okay, ich lese mal vor. Das verfluchte Schwert von Kaflu. Zutaten. Erstens, klaue 37 Unzen blutbeflecktes Silber. Okay, kein Problem. Zweitens, du brauchst die ultimative Beleidigung. Nein, da ist sie wieder. Oh, ich bekomme wieder Phantomschmerzen. Drittens Midas Diamant, viertens Voodoo-Puppe, fünftens verzauberte Malzbierflasche, Sternchen. Sternchen, Bier muss sprudeln. Anleitung, benutze die ersten 4 Zutaten, um das Entermesser zu erhalten. Besprühe das Messer mit verzaubertem Malzbier, reicht für eine Person. Und da klingelt das Telefon, ist doch jetzt ein Witz, das ist doch jetzt ein Witz. Kleinen Moment. Okay, und weiter geht's. Das scheint irgendwie so ein Naturgesetz zu sein, dass ich irgendwie immer angerufen werde, sobald ich Let's Playe. Ja, die Steuerung ist jetzt hier ein bisschen anders als in Monkey Island 4, aber wesentlich angenehmer und besser. Man steuert Guybrush entweder mit der Maus, indem man ihn so hin und her zieht, dahin, wo man hingehen will, oder mit WASD. Zeitgleich hat man aber noch den Cursor und kann damit Objekte auswählen. Ist eigentlich ganz komfortabel. Kann man nicht klagen. Ist wesentlich besser gelöst als jetzt Escape from Monkey Island. Ah, der legendäre Affensaat von Kauai. Ich werde niemals diesen furchtbaren Hula des Hades-Tanks vergessen, den ich aufführen musste, um an das hier ranzukommen. Ist da etwas Nasses drin?
Das fragt sich niemand gern, wer einen Sarg abholt. Okay, dann gucken wir ins Inventar. Und öffne mal den Sarg. Hör mit deinem höllischen Kampf auf, sonst schlitze ich dich vom Bauch. Ich frage mich, wie man dieses Ding wohl öffnet. Aha, eine Sodaflasche mit Malzbier. Sowas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich bei mir den ersten Bartwuchs entdeckte. Dieses Zeug wird an meinem Voodoo-Schwert Wunder wirken. Okay, benutze Malzbier mit Voodoo-Schwert. Also gut, es wird Zeit, dass wir Malzbier über dieses Entermesser schütten. Malzbier ohne Kohlensäure? Welche zweitklassige Voodoo-Soda-Flasche enthält denn Malzbier ohne Kohlensäure? Was haben wir denn noch so im Inventar? Wir haben Pfefferminzbonbons. Sprudelnder Pfefferminz. Gönnen Sie Ihrem Atem die sprudelnde Frische. Da, und wir haben das Rootbier. Mann, oh Mann, blubbernder Wahnsinn. Das ist ja im Deutschen ein bisschen falsch übersetzt. Denn es ist eigentlich kein Malzbier, sondern Rootbier, also Wurzelbier. Malzbier, wie wir das hier in Deutschland trinken, kennen die Amis eigentlich gar nicht. Bereite dich darauf vor, deinem eiskalten, mit Kohlensäure versetzten Schöpfer zu begegnen, LeChuck. Ha! Komm und hol mich, du kleiner, mieser Waschlappen. Hör damit auf, den Angeber zu spielen und mach endlich das Schwert nass, Guybrush. Ich fahre hier nicht die Angebertour. Ja. Oh, hoppla. Und jetzt werden wir sterben. Mal wieder. Wie wunderbar. Okay, kein Problem. Ich muss nur etwas unauffindbares Voodoo-Malzbier finden. Ich hoffe, es ist welcher auf Elaines Schiff, weil meiner knochentrocken ist. Ich meine nicht einen dieser nassen Knochen, ich meine einen richtig trockenen Knochen. Trocken. Hör mit deinem Kampf auf. Der Humor ist auch wieder viel besser in dem Teil. Das fühlt sich halt wieder nach Guybrush und nach Monkey Island an und nicht mehr so edgy. Wir benutzen jetzt einfach nur Schimpfworte, sagen jetzt die ganze Zeit Hure und sonst was, wie in Monkey Island 4 und hoffen, dass das bei den Jugendlichen ankommt, weil, hey, Monkey Island braucht jetzt krassen 2000er South Park blablub Humor. Family Guy und so. Seht ihn euch an, so selbstgefällig und strotzend vor Voodoo. Wir werden ja sehen, wer noch strotzt, wenn ich meinen unglaublichen Voodoo-Zauber vollbracht habe. Okay, dann schauen wir uns mal weiter um. Was können wir hier noch machen? Wir könnten mal, was ist hier? Ich würde ja mit der Kanone feuern, aber leider war Elaine meine gesamte Munition über Bord, nachdem ich versehentlich den Schoner ihrer Mutter versenkt hatte. Ach, kann passieren. Was ist denn da unten unter Deck? Nö, da ist nichts drin, außer der fantastischen Piratenbeute eines ganzen Jahrzehnts. Und hier? Ich frage mich, ob da unten etwas Nützliches ist. Nee, nur ein Haufen fauler Mannschaftsmitglieder. Ich kann nicht glauben, dass ich so viel Zeit damit verbracht habe, die anzuheuern. Wie immer. Okay, was ist hier hinten? Der rätselhafte Gelato-Felsen. Schwer zu glauben, dass der Chucks neuester Plan auf einem so unscheinbaren Stück Dreck basiert. Okay. Was haben wir da hinten? Zum letzten Mal, LeChuck. Ich stehe nicht auf dich. Manchmal haben die Figuren nach gewissen Ereignissen etwas Neues zu sagen. Wähle Elaine aus, um mit ihr zu reden. Elaine, meine schöne Butter... Was? Ich sagte Elaine, meine schöne Butter... Meine schöne Butter? Ich wollte Butterblume sagen, aber du unterbrichst mich dauernd. Oh, Guybrush. Jetzt halte LeChuck auf, oder wir werden alle sterben. Was ist hier los? LeChuck hat mein Schiff entführt und ist zum Gelato-Felsen gesegelt, um sein schreckliches Voodoo-Ritual zu beenden. Richtig gut, dass wir das Schwert von Kaflu haben, sonst wären wir erledigt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich auch nicht. Ich glaube, wir sind verloren. Elaine! Du hast doch unglaublich starke Schenkel. Probier mal, ob du mir das Seil herschwingen kannst. Es ist nicht lang genug, aber ich habe eine bessere Idee. Wie hast du das nur gemacht? Man verbringt nicht mehrere Jahre an der Seite von Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat, ohne dass einige wenige Tricks hängen bleiben, Süßer.
Mein Schiff, meine Beute, meine Sammlung an Signierter-Sextanten. Wir werden dir später noch ein paar Sextanten kaufen. Halt jetzt einfach LeChuck auf. Ah, Threepwood. Wie schön, dass du dich zu uns gesellst. Dann kann ich mir ersparen, dein Schiff zu versenken. Okay, was haben wir hier? Wir haben... Haltet durch, Jungs. Wir holen euch da raus, sobald ich LeChuck erledigt habe. Ein Schiff voller Affen. Okay, was ist unter Deck? Ich schlafe, wenn ich tot bin. Oder vielleicht heute Nacht. Schießpulver. Ich frage mich, wo nur mein ganzes Kanonenpulver nach dem Unfall mit der Schwiegermutter abgeblieben ist. Okay. Und da oben haben wir LeChuck. LeChuck! Was denn? Was soll das mit den Affen? Versuchst du schon wieder, das Geheimnis von Monkey Island zu lüften? Nein! Jetzt bin ich an viel dunkleren Geheimnissen interessiert. Geheimnisse, die tief in den Eingeweiden der Affen von Montevideo schlummern. Affeneingeweide, natürlich. Wie dumm von mir. Was für Geheimnisse tragen diese Affen in sich? Dunkle Geheimnisse, mächtige Geheimnisse. Geheimnisse, die mich zu einem Dämonenkönig der Piraten machen. Weißt du, es ist schön, dass deine Tode und Verstümmelungen deiner Begeisterung keinen Abbruch tun. Würdest du bitte meine Frau freilassen? Sie wird etwas launenhaft, wenn sie länger als eine Stunde gefesselt ist. Deine Frau? Nein, Elaine ist dazu bestimmt, meine Braut zu werden. Bestimmung ist doch schmu. Elaine ist meine Frau und sie wird dich nicht heiraten. So langsam wirst du mir lästig, Geekwart. Elaine? Ach, um Himmels Willen! Nimm das Entermesser und mach ihn endlich fertig, damit wir alle nach Hause gehen können! Dein Wunsch ist mir befehlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das zu mir gesagt hat. Hör mir gut zu. Siehst du diesen Ring? Der bedeutet, dass Elaine und ich verheiratet sind. Im Hafen der Ehe, kohabitierend, ewiglich verbunden, bis dass der Tod uns scheidet. Kapiert? Bis dass der Tod euch scheidet, ja? Da müssen wir wohl etwas nachhelfen. Leicht reizbar. Wir reden nochmal mit LeChuck. LeChuck! Was denn? Du siehst aus wie etwas, das die Katze aus dem Garten angeschleppt hat, LeChuck. Ha! Meine äußere Hülle ist bedeutungslos, du Dummkopf. Durch mein verwesendes Fleisch strömt mehr Rudo-Macht, als dein bedauernswerter Verstand es sich je vorzustellen vermag. Warst du nicht mal ein Geist? Oder ein Dämon? Oder vielleicht war es auch ein Zombie? Ha! Das Böse in LeChuck tritt immer wieder in neuen und furchterregenden Formen auf. Schieb Gott! Wenn sich das Böse schon immer zeigen muss, warum dann immer auf die potthässliche Art? Ah. Oh, ich lieb Guybrush. Okay, was haben wir hier sonst noch so? Wir können mit Elaine reden, jetzt wo wir bei ihr sind. Elaine! Guybrush? Was tun wir als nächstes, nachdem wir jetzt wieder vereint sind? Als erstes solltest du dich darum kümmern, das Malzbier zu ersetzen, das du fallen gelassen hast. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, dich einzuholen, aber ich habe geheimnisvolle Voodoo-Sachen ausbuddeln müssen. Hab ich dir gefehlt? Und wie? Jetzt erlöse diese Piraten von unseren Leiden. Ich habe schier unglaubliche Abenteuer erlebt. Da gab es einen Todeshula-Tanz, einen eiskalten Buchhalter und... Das kannst du mir alles beim Abendessen erzählen, gleich nachdem wir diesen tobenden, untoten Piraten da drüben erledigt haben. Also, was hast du denn so gemacht, während ich das Abenteuer suchte? Och, das Übliche, ein bisschen Chaos. Säbelrasseln, eine beunruhigende Begegnung mit einem verzauberten Erdkerkel. Jetzt habe ich den Laderaum voller Affen und Captain Cool da drüben glaubt, dass er mich heiraten kann. Schon wieder? Das nenne ich Besessenheit. Es wäre schmeichelhaft, wenn ich nicht schon verheiratet wäre und er nicht so tot wäre. Was will LeChuck überhaupt mit all diesen Affen? Ich glaube, er will eine Art Blutopfer erbringen, um dadurch die Geheimsprache des Planktons zu erlernen. Vielleicht hasst er auch Affen einfach nur. Es ist alles ein bisschen schwammig. Das ist aber seltsam. LeChucks schreckliche Absichten sind doch sonst so gut geplant.
Was tun wir als nächstes, nachdem wir jetzt wieder vereint sind? Als erstes solltest du dich darum kümmern, das Malzbier zu ersetzen, das du fallen gelassen hast. Okay, okay. Was haben wir hier? Diese Wurzeln sollten gestutzt werden. Finde etwas, um das Voodoo-Malzbier zu ersetzen. Da es sich ja um Rootbier handelt eigentlich, brauchen wir die Wurzeln, denn Rootbier ist Wurzelbier. Mal sehen, ob wir nicht ein paar dieser zügellosen Wurzeln zurückschneiden können. So, schon viel besser. Jetzt haben wir schon mal eine Wurzel und da hinten ist Grog. Arme Kleine, ob sie jetzt wohl Phantomschmerzen in den Wurzeln haben wird? Oh, jetzt mach mir kein schlechtes Gewissen wegen der Pflanze. Es ist Elaines Fass mit Grog Light. Der ist fast wie echter Grog, nur ohne Geschmack, Kalorien oder verwirrende Erinnerungslücken. Dann kipp mir da mal die Wurzel rein. Warum denkt denn niemand an die Affen? Mal sehen, ob diese Wurzeln irgendetwas an diesem fürchterlichen Nicht-Grog bewirken können. Igitt, dieser Wurzelgrog ist geschmacklos, fade und trocken. Und außerdem sprudelt er nicht. Also nochmal Minzbonbons rein. Das nenne ich einen sprudelnden Wurzelgrog. Ich wette, er schmeckt immer noch wie Affenrotze. Und dann das Schwert da rein. Okay, du Fass mit ekelhafter, kalorienarmer Flüssigkeit. Mach dich nützlich. Aber hallo! Aufgepasst, LeChuck! Hier kommt Guybrush Threepwoods glühendes Schwert der Vergeltung für die Affen! Okay, dann warum denkt gehen wir nochmal zu LeChuck. Was denn? Nee, das ist, hat mir alles schon. Benutze Schwert mit LeChuck. LeChuck! Ich muss doch wohl sehr bitten. Ich bin hier mitten in einer unheiligen Zeremonie. Unheilig das hier! Unheilig das hier? Ja, ich weiß, aber er hat mir keine bessere Vorlage geliefert. Hey! Ha! So einfach kannst du mich nicht besiegen. She-Girl! Was? Was ist los? Ist das der eigentliche Verwendungszweck für ein Entermesser? Ich weiß es nicht. Es ist so grell! Was zum Kuckuck? Wurf. Ich bin ein Mensch. Darüber könnte man sich streiten. Guybrush, schnell! Mach ihm ein Ende! Was? Oh, klar. Das ist für die Affen, LeChuck. Was machst du denn? Mach ihn fertig! Ich bin das nicht. Das ist meine Hand. Sie... Oh, oh. Elaine! Guybrush? Elaine! Elaine? Ahoi, mein Lieber! Wie? Halb so wild. Dich haben wir gleich wieder auf den Beinen, um Grog zu schlürfen. Au! Meine Nase! Meine wunderschöne Piratennase!
Nase! Das wirst du mir büßen, du feige Bögenratte! Pardon, keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Oh, das ist gar nicht gut. Junge, Sie sollten diese Hand mal jemandem zeigen. Hä? Ich heiße Nipperkin. Davy Nipperkin, leitender Reporter, Keelhauler Gazette. Willkommen auf Flotsam Island. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Eigentlich. Bestens. Wie heißen Sie, wo kommen Sie her und wie sind Sie hergekommen? Guybrush Threepwood, mein Piratleben, genau. Mein Privatleben geht Sie rein gar nichts an, Sie Nachrichtenfuzzi. Ich wurde nach einem Kampf beim Gelato-Felsen hier an Land gespült. Mein Name ist unwichtig. Nö, ich stelle mich mal als Guybrush Threepwood vor. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat und... Ein Pirat, was? Nun, das glaube ich erst, wenn ich's mit eigenen Augen sehe, Junge. Dennoch wäre es schön, wenn wieder ein wahrer Pirat in der Gegend von Flotsam Island seinen Säbel rasseln ließe. Unglaublich, aber ich hatte mehr als 6 Monate lang keine waschechte Piratengeschichte mehr, über die es zu berichten gab. In der Tat, es geht halt nichts über die Aussicht auf eine gute Piratengeschichte und schon fließen wieder die guten alten journalistischen Säfte in mir. Hey! Reden Sie! Jetzt haben Sie die ganze Zeit dagestanden und mir zugehört, so durchnässt, verwirrt und was weiß ich. Also, was für eine Geschichte haben Sie, Creepwood? Diese Insel ist wirklich schön, aber wo kann ich denn ein Schiff finden? Ich muss unbedingt zum Gelato-Felsen zurückkehren und meine Frau finden. Nun, auf Flotsam Island gibt es nur ein Schiff, aber selbst das wird Ihnen wenig nützen. Weshalb denn das? Die Winde, Threepwood, die Winde! Auf Flotsam Island blasen die Winde stets landeinwärts. 24 Stunden am Tag, 350 Tage im Jahr. Es ist eine Laune der Natur, ein Haken, ein Fluch. Wie auch immer man es nennt, am Ergebnis ändert sich wenig. Wer einmal auf Flotsam Island gelandet ist, sitzt in der Falle. Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes vormachen, dass man von dieser Insel nicht mehr wegkommt. Nun, jedenfalls nicht mit einem Schiff. Der Einzige, der vielleicht weiß, wie man diese Insel wieder verlassen kann, ist Deep Gut. Deep Gut? Das ist der schlechteste Piratenname aller Zeiten. Deep Gut? Elaines Mutter ist hier? Deep Gut? Ist der Darm nicht eher lang als tief? Deep Gut? Wer ist denn Deep Gut? Deep Gut ist meine geheime Quelle für Nachrichten von außerhalb der Insel. Und das ist auch gut so. Ohne Guts verblüffende Exklusivmeldungen von anderen Inseln wäre die Keelhauler Gazette nie in der Lage, es mit diesen hochnäsigen Primatonnen der Flotsam Times aufzunehmen. Nachrichten von außerhalb der Insel? Dann weiß er vielleicht auch etwas über Elaine. Wo kann ich diesen Deep Gut finden? Mal ganz langsam, Piratenjunge. David J. Nipperkin offenbart seine geheimen Quellen nicht einfach jedem an Land gespülten Hinz, Kunz und Guybrush. Ich kann sie bezahlen. Mit Schätzen. Von meinem Schiff. Das wahrscheinlich inzwischen auf dem Meeresgrund liegen müsste. Passen Sie auf, Junge. Sie scheinen ein recht netter Pirat zu sein. Da will ich Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Eine Abmachung? Aber ich muss mich nicht wie ein Schaf anziehen, oder? Eine Abmachung? Klasse, ich treffe gerne Abmachungen mit völlig Fremden. Eine Abmachung? Okay, aber keine Unterschriften aus Blut. Das Letzte. Ein Geschäft? Ja, Nachrichten über den Rest der Welt sind ja schön und gut, aber die guten Bürger von Flotsam sind es satt, Geschichten über weit entfernte Länder zu lesen, die sie nie sehen werden. Außerdem hasse ich es, diesem Deep Gut verpflichtet zu sein. Und? Also brauche ich ein paar schöne, fetzige, lokale Piratennachrichten. Ich liebe es, Piratenschlagzeilen zu machen. Das ist die richtige Einstellung, Junge. Wenn Sie das in die Tat umsetzen und hier eine schlagzeilenträchtige Freibeuterkultur aufziehen, werde ich Ihnen Deep Gut auf einem Silbertablett reichen. Das wird ein Kinderspiel. Eine Kleinigkeit. Eine kleine... Au! Kapitel 1. Launch of the Screaming Narwhal. Ja, und damit haben wir den Prolog hinter uns gebracht und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit den Geschichten aus Monkey Island. Tales of Monkey Island, das bessere Monkey Island, denn Monkey Island 4, das ist kein Monkey Island für mich, das ist furchtbar. Tschüss.